Der Matchball ist immer der schwerste Ball, das wissen alle Tennisprofis. Im Eishockey ist es oft der schwierigste Akt, eine Serie zu beenden. Damit hallo und herzlich willkommen zu RNF Sport Extra mit dem 5. Viertelfinalspiel zwischen den Adlern aus Mannheim und den Nürnberg Ice Tigers. Ein Spiel, das nichts war für Menschen, die Probleme mit der Pumpe haben. Die Adler führten mit 3:1 Siegen und wollten den Sack zumachen, Nürnberg mit der letzten Chance, das Aus zu verhindern. Und so spielten sie auch. Die Gäste hatten früh Möglichkeiten, als Jochen Hecht auf der Strafbank saß. Die Adler kamen nur schleppend ins Spiel, die Anspannung war deutlich zu spüren. Erst nach 6 Minuten die erste echte Torchance, Frank Mauer im Doppelpack mit Christoph Ullmann. Letzterer gestoppt von Nürnbergs Verteidiger David Prinz, der aber im Anschluss für 2 Minuten raus musste. Es folgte die erste Mannheimer Überzahl. Es ist bei einer Trefferquote von knapp 8% fast müßig zu erwähnen, dass Mannheim in diesem Powerplay ohne Torerfolg blieb. Wenngleich sich die Gelegenheit dazu ergab. Aber Nürnbergs Goalie Andreas Jennecke machte die Tür zu. Jennecke kam zu seinem ersten Einsatz in dieser Serie und erhielt bravourös. Das Spiel bis dahin völlig ausgeglichen. Die Adler aber mit nicht ganz so viel Power wie in den Spielen zuvor, aber nach 11 Minuten mit einem Konter über Christoph Ullmann. Der von Steven Reinbrecht unfair von den Beinen geholt wurde. Die Entscheidung konnte nur Penalty heißen. Klare Sache, da bleibt einem Schiedsrichter wenig Interpretationsspielraum. Christoph Ullmann also gegen Andreas Jennecke und die Möglichkeit, erneut mit 1:0 in Führung zu gehen. Das gelang Mannheim in allen 4 Spielen zuvor. Dieses Mal allerdings nicht. Guter Versuch von Ullmann, genauso gut aber auch die Reaktion von Jennecke. Etwas mehr als 6 Minuten waren im ersten Abschnitt noch zu spielen als Sinan Akta. Der nächste war, der von den Schiedsrichtern zu einer 2-minütigen Auszeit verdonnert wurde. Und das völlig zu Recht, und zwar wegen Hakens. In dieser Sportart ein typisches Foul, wenn ein Spieler einfach einen Schritt zu spät kommt, weil sein Wechsel zu lange war. Zum zweiten Mal also Überzahl Nürnberg. In der regulären Saison waren die Ice Tigers im Powerplay stark, im Viertelfinale aber nur Durchschnitt. Jetzt machten sie es besser. 0:1, Yasin Elis 15. Minute. Das war richtig gut gespielt. Und unhaltbar für Adler-Torwart Dennis Endras. Elis lenkte den Schuss von Steven Reinbrecht ab. Der Nürnberger Angreifer musste im Spiel zuvor früh vorzeitig duschen gehen. Das hier war seine Antwort. Eine, die Mannheim wehtat und die Arena verstummen ließ. Der erstmalige 0:1 Rückstand in diesem Viertelfinal-Duell zeigte Wirkung bei den Gastgebern, die in den Folgeminuten fahrig wirkten, besonders in der eigenen Zone. Sie bekamen den Puck einfach nicht aus dem eigenen Drittel. Sie wirkten jetzt wie ein taumelnder Boxer, der angezählt war. Und sie kassierten den nächsten Volltreffer. Das 0:2 durch Leo Pföderl. 16. Minute. Genau 50 Sekunden nach dem 0:1. Nun hatten die Ice Tigers Mannheim zum ersten Mal so richtig in den Krallen. Und wer gedacht hatte, dieses 5. Spiel wäre ein Selbstläufer, war zu diesem Zeitpunkt bedient. Das 7. Playoff-Tor von Pföderl. Mutterseelen allein gelassen. Mit 0:2 aus Sicht von Jeff Ward ging es also in die erste Pause. Das 2. Drittel war dann an Intensität, Emotionen und Höhepunkten kaum noch zu steigern. Die Adler kamen wie verwandelt aus der Kabine. Sie drückten nun das Gaspedal durch und zwar mit aller Kraft. Matthias Plachter mit der besten Chance in der Anfangsphase. Die Ice Tigers wurden vor dem eigenen Gehäuse festgenagelt, aber sie konnten sich einmal befreien und dann brannte es gleich auf der anderen Seite. Eben Kaufmann war auf und davon und wurde regelmäßig ausgebremst von Sinan Akta. Und auch da, wie im ersten Drittel die Folge, Penalty für Nürnberg. Die wahrscheinlich Schlüsselszene des Spiels.
Denn hätte Ivan Kaufmann hier das 0:3 gemacht, wäre das eine kleine Vorentscheidung gewesen. Aber hätte Fahrradkette. Dennis Endras hatte was dagegen und hielt sein Team im Spiel. 22. Minute. Das war nun Playoff pur. Freude hier, Entsetzen auf der anderen Seite. Es wurde in diesem Mittelabschnitt nun ein Dauersturmlauf der Adler, die mit einem für deutsche Verhältnisse bahnwitzigen Tempo unterwegs waren. Glenn Metropolit, ungeschnitten diese Szene. Markus King mit dem nächsten Ding. Andreas Jennecke gegen alles, was ein blaues Trikot anhatte. In der 46. Minute das Foul von Marco Pfleger an Markus King und das bedeutete zum vierten Mal in dieser Auseinandersetzung Mannheim in Überzahl. Die dreimal zuvor blieb das ohne Konsequenz für die Franken, dieses Mal nicht. Der Bann war gebrochen, Kai Hospelt, der Torschütze. Nach 25:27 der erste Mannheimer Treffer, das 1:2. Die Arena war nun ein Tollhaus. Jetzt war es Playoff-Eishockey pur. Es ging rauf und runter, volle Kanne. Nach 29 Minuten fast das 1:3. Zentimeter fehlten den Nürnbergern hier. Gegenangriff Mannheim über Jochen Hecht. Das 2:2 durch Frank Mauer. Es gibt Sportskameraden, für die sind Playoffs nicht vermittelbar. Alle zwei Tage gegen den gleichen Gegner, bis einer 4 Siege hat, ist für sie dummes Zeug. Sie sollten sich alle mal ein solches Spiel ansehen. Dann werden sie ihre Meinung verdammt schnell ändern. Eine kuriose Situation 2 Minuten später. Der verletzte Adlerstürmer Matthias Plachter wird noch vom Eis geführt, da geht das Spiel schon weiter. Und wie? Mit der erneuten Führung für Nürnberg. Aus dem Nichts dieses 2:3. Ein trockener Knaller von Markus Weber, für Endras nur spät zu sehen, wenn überhaupt. Wie gewonnen, so zerronnen aus Adlersicht. Diese Ice Tigers waren einfach so zäh wie Juchtenleder. Dieses dramatische zweite Drittel war aber noch nicht zu Ende. Es folgte eine Szene, über die sich die Nürnberger bitter beschwerten, aber Mannheim wieder laut jubeln ließ. Das 3:3 durch Christoph Ullmann nach 35 Minuten und 38 Sekunden. Was für ein Eishockeyabend, welche Emotionen. Jochen Hecht mit der Nummer 55 soll vor dem Treffer den Nürnberger David Prinz, ebenfalls Nummer 55, behindert haben. Das sagten die Franken. Mannheim sagte natürlich, nö, der Hecht stand dort nur rum und hat sich nicht bewegt. Alles eine Auslegungssache. Die Schiris blieben trotz aller Nürnberger Proteste bei ihrer Meinung. Nach 0:2 am Ende des ersten Abschnitts stand es nun nach dem zweiten, also 3:3, unentschieden.